select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Da darf ich mich natürlich auch bedanken im Namen von Karlsruher SC bei uns, bei der Presse, bei unserem Ordnungsteam, bei unserem Trainerteam, bei unserem Catering-Team, bei allen, die dazu beigetragen haben, auch unsere Waschfrauen, alle der Zeugwart, alle, die da heute auch da sind. Herzlichen Dank, alles Gute. Uwe, ich möchte jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber man sieht schon, dass es dir sehr ans Herz geht, dieser besondere Tag bei den Karlsruher SC Amateuren. Dass ich 8 Jahre Spiel gesprochen hat und da auswärts verfolgt hat, auch in der regionalen Zeiten verfolgt hat, sie gesehen hat, wo sie wieder einen badischen Pokal für die erste. Also von daher natürlich ein Tag, wo weh tut. Ja, kannst du für ein Fazit ziehen aus dieser Zeit und vielleicht auch im Rückblick über die gesamte Zeit des Karlsruher SC, die sich über ja, circa 70 Jahre erstreckt hat? Ja, kann ich auf jeden Fall sagen, dass Spieler, egal ob es Sternkopf, Scholl und so weiter geheißen haben, ja, mindestens mal 1-2 Jahre auf jeden Fall auch die zweite gebraucht haben, um den nächsten Schritt machen zu können. Und meistens sind die Spieler halt nicht so stark, dass sie schon nach der A-Jugend direkt in die erste Mannschaft können. Da gab es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen wie Kalanoglu und so weiter. Und deswegen war die zweite für den einen oder anderen auch ein Sprungbrett. Und jetzt ist es leider Gottes schade, dass dieses Sprungbrett nicht mehr da ist. Ja, auch einige Fans müssen sich wahrscheinlich umorientieren. Was sagst du dazu? Es gab ja einige Treue, wo auch wir bei den Amateur-Supporters und mit dabei waren und wo auch viele Spieler auch auswärts verfolgt haben. Ja, es ist schade, aber so wie es auch oft im Sport ist, die erste Mannschaft zählt und regelt mehr oder weniger die Finanzen und dementsprechend müssen andere bluten. Was möchtest du noch Worte richten auf diesem Wege über die Kamera an Fans, an den Verein, an die Mannschaft vielleicht? Nee, man kann einfach sagen, für die, wo mehr oder weniger die über Jahre betreut haben und auch Mann wie Peter Gardinger, wo immer das Herz und Seele für das Team war und dementsprechend auch das Team immer durch Höhen und Tiefen begleitet hat und immer fürs Team da war. Genauso wie Schaffer, der Zeugwart und so weiter und auch der Platzwart, wo immer wieder fürs Team da waren. Und jetzt auch unser Spielleiter, der Hans Witzi, wo mehr oder weniger auch über Jahre das Team auch begleitet hat. Und natürlich Catering-Team, Kassenteam, Ordnungsteam, wo immer wieder fürs Team da war. Vielen Dank für die letzten Jahre. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.